Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute zum Thema, es gibt zwei Hungerarten. So, die erste Hungerart ist, weil ich morgens um 7 Uhr gegessen habe und 5 Stunden später 12 Uhr ist und ich habe Leistung erbracht, gearbeitet und jetzt habe ich Hunger. Das ist ein normaler, in der Regel gesunder Hunger, wenn man morgens auch entsprechend gesund gegessen hat. So, dann gibt es eine zweite Art von Hunger. Die zweite Art von Hunger ist, ich habe lange nichts gegessen und dann habe ich mir irgendwas reingestopft, was irgendwo auf dem Tisch lag, meistens braun, ihr wisst, was ich meine, oder auf dem weißen Brötchen braun, oder Butterbrezel, oder sonst irgendein Fast-Food-Kram. So, da ist das Ganze sehr zuckerlastig und dann schießt der Blutzuckerspiegel nach oben und kurze Zeit später schießt er nach unten, dann haben wir wieder Hunger. Das ist aber kein gesunder Hunger, das ist ein ungesunder Hunger. Der resultiert daraus, weil ihr vorher einen überschießenden Blutzuckerspiegel gehabt habt und danach einen überschießenden Blutzuckerspiegel, fällt der Blutzuckerspiegel ab und das normale Niveau und zwingt euch dazu, wieder was zu essen. Aber ich garantiere euch, ihr werdet durch diesen Blutzuckerspiegel, durch den Überzuckerfeuer, werdet ihr nicht dazu neigen, was Gesundes zu essen. Ihr werdet sicherlich nicht euer Vollkornreis rausholen, euer Vollkornbrot, euer Vollkornbrot-Nudelsalat, euer Kartoffelsalat, werdet ihr nicht rausholen, sondern ihr werdet gehen, wo ist das nächste Fastfood? Wo ist das nächste zuckerhaltige Lebensmittel? Gib's mir, sonst drehe ich durch und zwar sofort. Genau, das ist ein ungesunder Hunger und genau den muss man unterscheiden. Wer regelmäßig isst, auch frühstückt. Es hat sich bewiesen, dass Frühstück sich lohnt. Wer frühstückt, der neigt nicht dazu, irgendwelches dummes Zeug zu essen. Wer frühstückt, hat eine größere Chance, nicht übergewichtig zu werden. Ja, das steht fest. Und wer frühstückt, bringt auch im vormittaglichen Bereich, geistig und körperlich, schon viel mehr Leistung. Darum geht es oftmals auch, dass wir Leistung bringen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und da können wir nicht Dinge tun, die uns nachher in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigen, auf lange Frist uns beeinträchtigen. Deswegen regelmäßig essen, vorbeugend essen, jawohl. Nicht erst um 2 Uhr essen, weil es um 1 Uhr habe ich keine Zeit gehabt. Feste Zeiten einplanen, wie beim Sport, feste Zeiten einplanen. Wann frühstücke ich, wann Mittag esse ich, wann esse ich Abend und was esse ich. Vorher schon einen Plan machen, vorher schon entsprechend einkaufen. Und ihr werdet sehen, wenn ihr diese Struktur aufbaut, die Struktur einhält, dann läuft dieses Geschäft wie geschmiert, wie auch bei einem geschäftlichen Projekt. Da hat man auch eine ganz genaue Struktur, die man einhält, um Erfolg zu haben. So, das war's. Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe zum Thema gesunder oder ungesunder Hunger.